Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute, wie Sie sehen, bin ich wieder nicht alleine, sondern Dennis von Katholische Antworten ist heute mit im Video dabei. Dennis, hallo. Hallo. Dennis ist schön am Spazieren, wie man gerade sehen kann, und diese wunderbare Kulisse im Hintergrund gibt uns schon eine kleine Andeutung, was wir heute machen, nämlich lernen wir heute den Dennis kennen. Und zwar, ich habe ja mehrere Videos schon mit Dennis abgedreht und Ihnen wird vielleicht schon aufgefallen sein oder Sie werden sich vielleicht schon gefragt haben, warum macht sie Videos mit dem? Wer ist das? Sie hat ihn nicht mal vorgestellt und er ist einfach plötzlich da. Und durch den Kontakt zu dir habe ich auch schon viele Dinge so herausgehört, die sehr interessant sind. Einfach auch, die zeigen, dass du einen sehr außergewöhnlichen Lebenslauf hast, auch in eine interessante Geschichte, Lebensgeschichte zu erzählen hast. Uns interessiert vor allem natürlich den Glaubensweg ein bisschen kennenzulernen. Und deshalb würde ich sagen, liebe Zuschauer, bleiben Sie gerne dran, denn heute hören wir etwas von einem sehr interessanten Menschen. Du lebst zurzeit gar nicht in Deutschland, richtig? Genau, wie man hier sieht, lebe ich im Paradies. Ja. Beziehungsweise in meiner kleinen Oase hier. Ich bin gerade in Jakarta, das ist 30 Millionen Einwohnerstadt, die zweitgrößte der Welt. Also eigentlich eher so ein Moloch, aber ich habe hier mich in so einer kleinen Oase eingemietet. Mhm. Genau. Vielleicht gehe ich daher auch nochmal auf die Straße spazieren, wenn es nicht zu laut wird. Dann kann ich hier mal ein paar Einblicke gewähren. Und vielleicht, wenn wir schon dabei sind, können wir ja damit vielleicht so ein bisschen anfangen, dass du uns vielleicht mal erzählst, wie kam es überhaupt dazu, dass du nach Jakarta gekommen bist oder überhaupt jetzt im Ausland bist? Genau, also ich bin 2016 aus Deutschland ausgewandert, bin aber eigentlich nirgendwo eingewandert. Also ich bin hier nur als Tourist und das jetzt schon seit 3 Jahren. Bin seit 3 Jahren als Tourist unterwegs und wechsle dann so alle paar Wochen meinen Standort. Mhm. Ursprünglich hatte es viele Gründe gehabt, aber hauptsächlich halt Business-Gründe, weil ich finde, in Deutschland ist es ziemlich schwierig, sich selbstständig zu machen. Und es ist auch enorm teuer. Also hier, das Paradies, was ich hier habe, ist mega günstig. Mhm. Was zahle ich hier? Vielleicht 200 € im Monat Miete. Und da kann man dann schon eher sich selbstständig machen, als jetzt in Deutschland, wo man eben hohe Lebenshaltungskosten hat. Okay, verstehe. Das hat also keine Gründe, dass du dich mit irgendwelchen Leuten in Deutschland verkracht hast und deshalb dann fliehen musstest oder so, sondern wirklich einfach die Vorteile siehst. Und wie kommt es, dass du nach Südosten gegangen bist? Oder war es eigentlich immer so, dass du im Südosten so herumgereist bist? Oder quer durch die ganze Welt? Ich bin schon auf jedem Kontinent gewesen. Ach so. Mich interessiert es auch so ein bisschen, die Christenheit zu erforschen. Also ich war schon in Indien bei den Thobas-Christen. Hier in Asien natürlich auch. Hier Jakarta, Indonesien, ist eigentlich das größte islamische Land. Mhm. Aber hier gibt es auch zahlreiche Christen. Und das ist auch so ein bisschen Interesse von mir, mal so aus diesem eurozentrischen Blick rauszukommen und zu gucken, was macht denn so die Christenheit woanders. Mhm. Und welche Konfession ist da am stärksten vertreten? Also in Indonesien glaube ich sogar tatsächlich die katholische Kirche. Wow. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Malaysia, dann doch eher protestantische Gemeinden. Also das kann man nicht so pauschal sagen. Okay. Und du hast vorhin gesagt, du warst in Indien schon bei den Thomas-Christen. Genau. Wie unterscheiden die sich jetzt so insgesamt, wenn du jetzt so ein unterm Strich ein Gesamturteil fällen müsstest? Wie ist so dein Eindruck gewesen von den Thomas-Christen? Also die Thomas-Christen, die wurden ja der Tradition nach von dem Apostel Thomas quasi missioniert, noch lange bevor Paulus seinen ersten Fuß quasi auf europäischen Boden gesetzt hat. Und die sind sehr orthodox geprägt. Also die waren lange Zeit mit der syrischen Kirche
verbunden, teilweise auch heute noch. Aber als dann die Portugiesen waren das, nach Indien kamen, sind sie dann teilweise auch der katholischen Kirche beigetreten. Okay. Und mit den Protestanten gab es dann auch eine reformatorische Abspaltung. Und ich war in so einer Stadt in der Nähe von Kochin, wo der Thomas gelandet ist. Und da gibt es sowohl ein katholisches als auch ein protestantisches Seminary, also wo quasi die Theologen ausgebildet werden. Okay, voll interessant. Und leben die friedlich miteinander? Also da, wo ich jetzt war, die Christen sowieso. Okay. Aber also da, wo ich jetzt war in Kerala, das ist relativ friedlich von dem, was ich mitbekommen habe. Aber in Indien gibt es durchaus auch hier und da Christenverfolgung. Wahrscheinlich mehr im Norden dann, ne? Das weiß ich jetzt nicht so im Detail, aber es gibt halt eben sehr, sehr fundamentalistische Hindus und eben auch Muslime. Also das kann man nicht so pauschal sagen. Auch hier in Indonesien ist angeblich sehr viel Christenverfolgung. Also ich spüre davon nichts. Also hier in den Shopping Malls zum Beispiel spielen die Weihnachtslieder und christlich klingende Musik und haben auch Läden, die katholische Devotionalien verkaufen, also alles sehr offen. Mhm. Natürlich, in manchen Regionen gibt es auch sag mal härtere Gesetze, aber das kann man so pauschal nicht sagen. Also ich fühle mich hier absolut sicher. Kommt halt immer wirklich auf die Region an, wo man ist. Mhm. Gibt es eigentlich bei den Muslimen also merkst du was von Missionstätigkeit, dass da irgendwie was verteilt wird, dass da irgendwie, ja, der Glaube irgendwie so ein bisschen nicht vermarktet, aber schon so beworben wird? Also an sich auf der Straße jetzt nicht. Ich bin jetzt in Indonesien auch erst seit wenigen Tagen, also ich kann davon Malaysia mehr sagen. Mhm. In Malaysia ist es so, dass man nicht missionieren darf auf der Straße. Ich weiß nicht, ob das auch für die Muslime gilt. Okay. Aber die wollen halt so einen Frieden bewahren, weil die haben halt drei verschiedene Volksgruppen und ganz viele verschiedene Religionen und die wollen halt, dass da kein Stress ist. Das ist so das, warum die eben das nicht so gerne sehen, wenn missioniert wird. Mhm. Allerdings gibt es durchaus schon einen Eifer. Also das sehe ich zum Beispiel in Facebook, ich kriege da ja jetzt hier in Asien eben auch die asiatische Werbung angezeigt. Mhm. Und da gab es in Malaysia einmal so eine Werbung, wo man spenden kann für eine islamische Gemeinde in Norwegen, die quasi eine Koranschule betreiben und eben missionieren wollen. Das ist ja verrückt. Also du fühlst dich, wo du jetzt momentan bist, auf jeden Fall sicher. Und das ist natürlich gut zu wissen. Gibt es denn da irgendwie auch eine Kirchengemeinde, wo du hingehen kannst? Ja, hier in Jakarta gibt es ganz, ganz viele katholische Gemeinden. Also jetzt wirklich eine ganze Bandbreite. Wenn man auf der Karte eingibt, katholische Kirche, dann kriegt man richtig viel. Leider nicht so viele, die Englisch sprechen. Das muss ich letztens beim Beichten feststellen. Dann bin ich von einer zu anderen und dann wieder noch zu einer anderen, bis ich endlich mal einen englisch sprechenden Priester gefunden habe. Okay, das heißt, die Gemeinden sind vor allem indonesischsprachig? Genau. In Malaysia ist das anders. In Malaysia sprechen alle irgendwie Englisch, also teilweise auch als Muttersprache. Hier in Indonesien ist noch mehr quasi rein diese malaiische oder indonesische Volksgruppe. Hat so ein bisschen was mit Kolonialgeschichte zu tun. Mm. Okay, ja, das habe ich jetzt auch gedacht. Interessant. Und wie ist es eigentlich, auf Englisch zu beichten für dich, wo wir schon bei dem Thema sind? Ja, ich muss sagen, dass ich ja erst seit einem Jahr wieder katholisch bin. Ja. Und da war ich ja schon unterwegs. Und von daher kenne ich es eigentlich fast nur auf Englisch. Okay. Also eher komisch, wenn ich dann wieder in Deutschland bin, dass ich dann mal auf Deutsch beichte. Mhm. Besonders auch, was eben die Frömmigkeit der Priester angeht. Also in Deutschland, da muss ich mich ja teilweise rechtfertigen, dass ich irgendeine Sünde beichten will. Während hier ist das noch eher so frommer, würde ich sagen.
Das ist interessant, das stimmt, diese Struggles in Deutschland, da immer so, das ist doch keine Sünde oder keine Ahnung, immer so, sie können ja nichts dafür und es ist echt schwierig manchmal. Aber also das kann man natürlich nicht pauschalisieren, es kommt natürlich darauf an, wo man beichten geht, aber das sind schon, das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Okay, wenn wir jetzt schon jetzt so ein bisschen über Beichte gesprochen haben, also es ist, haben wir jetzt also dadurch natürlich schon geklärt, du bist katholisch, aber du warst es nicht immer. Wie ist denn, wie bist du denn aufgewachsen? Bist du denn katholisch getauft worden? Also ich bin durchaus katholisch getauft worden, allerdings erst mit 18 Jahren. Und zwar, ich bin jetzt nicht klassisch christlich aufgewachsen, also noch nicht mal mit Kirche oder so. Okay. Zwar war jetzt meine Eltern, da war schon so, ist schon so ein theistischer Glaube da, auch bei mir. Ich war immer, würde ich sagen, Zeit meines Lebens ein Deist. Mhm. Aber ich hatte jetzt nicht so einen lebendigen Glauben. Mhm. Und durch meine katholische Tante wurde ich dann immer mehr so in quasi den Glauben ein bisschen eingeführt. Mhm. Hatte auch evangelischen Religionsunterricht in der Grundschule, hatte ein bisschen was von der Bibel gehört, natürlich auch Kinderbibel. Aber hatte keinen lebendigen Glauben. Aber dann hatte ich dann halt schon so ein Interesse irgendwie am Glauben, obwohl ich nicht wirklich geglaubt habe. Ich kannte nichts von, also keine Katechese, kein tiefergehendes Wissen. Mhm. Aber habe mich dann entschieden, dass ich mit 18 Jahren Christ werden will, offiziell, wo ich wirklich keinen Plan hatte. Ich habe nicht mal die Gottheit Jesu geglaubt. Aber ich hatte dann quasi die Wahl. Werde ich katholisch oder evangelisch? Mehr kannte ich nicht. Also ich kannte nur quasi die Landeskirche. Und habe mich dann für katholisch entschieden, weil sie mir konservativer vorkommen, schon damals, während evangelisch für mich eher so liberaler war. Okay. Und dann habe ich mich halt katholisch taufen lassen, ohne irgendeinen Plan, ohne wirklichen Glauben. Und erst mit 20 Jahren, als ich meine Tante mal quasi nach langen Nerven es geschafft habe, mich mal mitzuschleppen zu Exerzitien, dort hatte ich dann krasse Erlebnisse, weshalb ich dann auch zu einem lebendigen Glauben kam. Aber immer noch ohne wirklichen Inhalt. Ich wusste ja gar nichts. Okay, und darf ich kurz fragen, wo du die Exerzitien gemacht hast? Waren das so charismatische Exerzitien? Genau, das waren charismatische Exerzitien. Irgendwo in Bayern war das, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, oder vielleicht auch Baden-Württemberg. Ich weiß nicht mehr, in welcher Ort das war. War das bei Pater Hans Burb? Nee. War das beim Inder? Genau, bei Pater James van Jackel. Ach, okay. Gut. Ja, kontroverse Persönlichkeit. Aber was ich kann mich an kaum was erinnern, weil ich damals noch gar nicht einordnen konnte. Okay. Aber was ich in Erinnerung habe, ist, dass er so auf Heiligkeit gepocht hat. Er soll heilig sein. Das war quasi so die Hauptmessage. Und er hat halt krasse Sachen erlebt und hatte dann wirklich auch ein Bekehrungserlebnis. Wo ich dann wirklich am Boden saß und geheult habe und auf einmal Sündenbewusstsein hatte für Sachen, wo ich vorher gesagt habe, die beichte ich doch nicht, ist doch keine Sünde. Und da hat dann Gott quasi mich von einer auf die andere Sekunde umgedreht. Wow. Aber immer noch ohne Katechese, ohne irgendein tiefergehendes Wissen. Mhm. Das habe ich dann allerdings bei evangelikalen, also freikirchlichen Christen bekommen. Weil quasi für die nächsten 3 Jahre stand schon fest, dass ich zum Studieren in die Gießener Region komme. Mhm. Und das ist quasi der deutsche Bible Belt, eine sehr evangelikal geprägte Gegend. Und da habe ich dann Anschluss an quasi christliche Studenten gesucht und auch gefunden. Und dort habe ich dann die Bibel kennengelernt und bin dann halt diese Kreise reingeraten und relativ schnell dann auch von der katholischen Kirche abgefallen, wobei ich ja keinen Plan hatte, was eigentlich die Kirchenlehre ist. Okay, also hast du wahrscheinlich das von der katholischen Kirche dann als erstes kennengelernt, was Evangelikale sagen, also diese typischen antikatholischen Thesen. Ja. Mhm. Quasi jede Verschwörungstheorie gehört und geschluckt. Okay. Und bist du dann so mehr in die gemäßigte Schiene gekommen oder mehr in die Hardcore-Schiene, also so wirklich mit katholische Kirche ist die Hure Babylon und so, schon so in die Richtung? Ja, ich habe schon alles gehört. Also
Die meisten Evangelikalen in Deutschland, die sind eher so auf Harmonie aus, die wollen jetzt keinen großen Stress. Aber ich war schon immer so der Typ, der eben das ganz genau wissen will und auch tief gräbt und so. Da kam ich halt zu den radikaleren Okay. Evangelikalen, halt auch hauptsächlich über das Internet, weil in Deutschland gibt es nicht so viele. Und da habe ich dann diese ganzen Thesen gehört und so. Und das hat es mir dann auch leicht gemacht, dann offiziell auch auszutreten aus der katholischen Kirche. Okay. Und genau, habe dann eben evangelikale Theologie kennengelernt in all ihren Facetten. Ich hatte einige Strömungen, einige Gemeinden besucht und war dann quasi zum Schluss, was man Hardcore-Calvinist nennen könnte, Okay. also reformationstheologisch gesehen. Wie lange warst du insgesamt dann evangelikal? Also vom Moment des Austritts aus der katholischen Kirche bis wieder zum Eintritt, sagen wir es mal so. Wie lange war das? Ich weiß nicht genau, wann mein Austritt war, müsste ich nachgucken, aber meine Bekehrung war dann quasi 2010, als ich 20 Jahre alt war. Und dann relativ schnell war ich dann auch de facto evangelikal. Bis jetzt jetzt am Sonntag vor einem Jahr, also insgesamt 8 Jahre ungefähr. Also 8 Jahre Genau. warst du evangelikal und du hast dich als Hardcore-Calvinist bezeichnet, was die Genau. Rechtfertigungstheologie anbelangt oder insgesamt jetzt Ja, so. vor allem auch so die Philosophie dahinter, so Determinismus und so weiter. Das hat für mich Sinn gemacht vom Gottesbild her. Und auch um verschiedene Sachen beisammenzuhalten, die in der Bibel auftauchen. Okay. Besonders so das Verhältnis von Werke und Glaube und so weiter. Da fand ich eben den Calvinismus am biblischsten. Viele Protestanten, die das jetzt vielleicht sehen werden, sagen, ah, der war ja niemals richtig Christ, der war ja ein Calvinist, das sind ja, was ich. Da gibt es ja diese Streitigkeiten innerhalb der Protestanten. Wenn man Okay. nicht auf der einen Linie ist, ist man gleich der Satan quasi. Also es geht auch unter Protestanten sehr viel gegeneinander. Ja, aber ich muss dazu sagen, ich war ja nicht immer nur Calvinist, war vorher quasi auch kein Calvinist, bin da auch reingewachsen. Aber naja, viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, der ist eh nur Katholik geworden, weil er eh nie errettet war. War ja eh kein richtiger Christ. Ah, das Übliche, was dann immer gesagt wird im Nachhinein. Okay, Genau, aber und ich probiere jetzt quasi im Internet ein bisschen aufzuklären, quasi aus zum einen calvinistischer Sicht, aber generell aus protestantischer Sicht auch. Also ich kenne ja die ganzen Ansichten und probiere dann halt immer so für möglichst ein breites Spektrum von Protestanten den katholischen Glauben zu erklären und nahezubringen. das ist sehr wertvoll, weil das vielen dabei hilft, denselben Schritt wie du zu machen, nämlich wieder zurück in die Kathol wieder oder überhaupt erstmal einen Schritt in die katholische Kirche. Und diese ganzen Vorbehalte, diese antikatholischen Vorurteile, die es da gibt, die einfach so sich so festsetzen, ein großes Hindernis darstellen, ne? Selbst Ja. wenn man wollte, einfach du sagst selber, bestimmte Dinge haben dich so geprägt, wie dieser Determinismus oder so, dass es dir jetzt immer noch manchmal schwer fällt, das wirklich ganz zu überwinden. Von daher, ich Genau, glaube und ich, dass das gut ist, was du tust für andere. vor allem auch diese Propaganda. Man kommt gar nicht auf die Idee überhaupt, die katholische Kirche in Erwägung zu ziehen. Das heißt, man kommt ja noch nicht auf die Idee, sie sich mal rechtfertigen zu lassen, sich mal Apologeten von denen anzuhören. Das ist jetzt also meine Mission, einfach da durchzubrechen und es denen einfach aufzuzwingen, den Protestanten, sich das mal anhören. Weil Das ist von gut. selbst kommt man wirklich nicht auf die Idee, weil das halt so absurd scheint. Das ist Ich aber habe auch immer sehr gesagt, mutig. ich werde eher orthodox, als dass ich katholisch werden würde. Wer hat das gesagt? Das habe ich gesagt Ach quasi. Also so. wenn ich quasi nicht mehr Protestant wäre, dann wahrscheinlich eher orthodox. Weil Und katholische Kirche ist ausgeschlossen für die meisten. aber warum, woher kommt diese Antipathie gerade gegenüber der katholischen Kirche? Spricht das dafür, dass es eben die Wahrheit ist? Ja, könnte man jetzt so sehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch vor allem so ein bisschen Profilierungszwang oder wie sagt man,
dass man sich selbst eine Rechtfertigung, eine Existenzrechtfertigung verpassen muss. Muss man das immer machen, ne? Sonst, wofür gibt es die sonst? Diese ganzen protestantischen Reformationen. Es ist halt historisch so, dass es eben nur die katholische Kirche gab und die ganzen Protestanten daraus erwachsen sind. Klar. Zumindest bei uns im Westen. Okay, und wie kam es eigentlich dazu, dass du wieder katholisch geworden bist? Gab es ein ausschlaggebendes Ereignis oder war das so ein längerer Prozess? Ja, es war schon ein längerer Prozess, aber im Prinzip bin ich an verschiedenen theologischen Fragen zerbrochen. Und der Ausschlag war dann wohl, als ich gemerkt habe, dass Sola Scriptura, was wirklich mein Fundament war, mein erkenntnistheoretisches Fundament für alles, war die Grundlage meiner Philosophie. Ich habe gemerkt, dass das Sola Scriptura hier gar nicht in der Bibel gelehrt wird. Und dass die Bibel auch gar nicht lehrt, was der Kanon zum Beispiel ist. Und ich war schon immer so ein bisschen apologetisch veranlagt. Das heißt, ich habe probiert, falsche Philosophien zu widerlegen. Mhm. Und dabei habe ich auch gelernt, wie man verschiedene Ansichten bekämpfen kann. Ja, wie soll ich das erklären? Also, ich habe einen gewissen Skeptizismus entwickelt gegen alles Mögliche. Das einzige Fundament, was ich quasi hatte, war die Bibel. Und als das weggebrochen ist, ist halt problematisch so, weil die Bibel muss alles rechtfertigen. Wenn die Bibel mir nicht sagt, was die Bibel ist oder dass eben so das Skriptura gilt, dann kann ich das nicht einfach irgendwie aus der Geschichte nehmen, weil Geschichte ist zweifelhaft. Habe ich ja immer so als protestantischer Apologet lehren müssen. Ja. Und dann hätte ich auch die Kirche anerkennen müssen. Das heißt, du bist selber durch deine eigenen Reflexionen plötzlich über dich selbst gestolpert. Genau, habe mich quasi selber widerlegt, was ich vorher irgendwie nie gemacht habe. Ich habe das, was ich quasi an apologetischen Tools hatte, an Werkzeug, habe ich nie gegen mich selber angewandt. Das war dann schon so ein bisschen ein Schock, als ich das dann eingestehen musste. Am Anfang habe ich es probiert, irgendwie zu verdrängen, aber ich hatte dann auch eine Diskussion mit einem orthodoxen Freund von mir aus Kuala Lumpur in Malaysia. Die gibt es da nämlich auch. Und der hat mich dann so in die Enge gedrängt auf eine andere Fragestellung, dass ich dann quasi daran zerbrochen bin. Und dann bist du wahrscheinlich nachdenklich geworden. Und wie kamst du dann dazu, dass du, wenn jetzt gerade so ein einschneidendes Erlebnis wie diese Diskussion mit diesen Orthodoxen, warum bist du dann nicht zum orthodoxen Glauben, sondern zum katholischen Glauben gekommen? Genau, also wie gesagt, ich wollte eher orthodox werden. Genau. Aber irgendwie war ich dann halt dafür offen, mir alles mal anzuhören. Okay. Und habe mir dann gedacht, dann schaue ich mal, was die katholischen Apologeten sozusagen haben. auch weil ich halt viele Fragen jetzt nicht mit dem Orthodoxen die ganze Zeit besprechen konnte, habe ich halt auch selber nachgeforscht. Ja. Und habe dann im englischsprachigen Bereich viel katholische Apologetik mir aufgenommen und eben gemerkt, dass sie gute Antworten haben, vor allem was das Papsttum angeht. Und das war dann quasi der Ausschlag, warum ich nicht orthodox werde, weil das Papsttum mir sehr, es scheint mir logisch, aus dieser Denkweise, wenn ich quasi keine Bibel habe, brauche ich ja trotzdem eine letzte Autorität. Sonst ist es ja wieder wie bei Sola Scriptura, jeder hat seine eigene Meinung. Genau. Und das ist quasi der Papst, die Spitze des Lehramts. Generell, wenn es ein Lehramt gibt, dann muss es da auch einen Entscheider geben. Ja. Und deswegen, dieses Orthodoxie erschien mir dann quasi wie Protestantismus light, weshalb ich dann mich zum Katholischen hingewendet habe. Mhm. Und wie ist dieser Schritt dann erfolgt? Also hast du dich einfach an eine katholische Gemeinde gewandt mit deinem Problem oder nicht Problem, aber mit deinem Anliegen? Und wo warst du zu der Zeit? Weißt du das noch? Ich war in Sri Lanka und ich hatte Kontakt aufgenommen mit Katholiken. Und ich hatte quasi so geplant, dass wenn ich dann weiterreise nach Malaysia, dass ich da mich mal irgendwie mit dem Priester hinsetzen werde und alles mal durchsprechen werde, die letzten Zweifel ausräumen und so weiter. Mhm. Dann hat mich aber ein katholischer Freund aus dem Internet darauf aufmerksam gemacht, dass es eine gute Gemeinde dort in Sri Lanka gibt. Ich sollte auch da mal hingehen. Und das lag eh auf dem Weg, also bin ich dahin, habe mit dem Priester diskutiert
Und der war ziemlich gut, weil der hat mich quasi dazu gedrängt, eine Entscheidung zu treffen. Denn wenn ich quasi abwarte, bis ich jede Frage geklärt habe, wer weiß, ob ich dann heute schon katholisch wäre. So, wer weiß, ob der in Kuala Lumpur mir hätte alle Fragen beantworten können. Mhm. Und er hat gesagt, mach es doch fest, du weißt, also ich wusste damals schon um die Eucharistie, ich wusste um die Beichte, ich wusste, dass das wichtig ist. Und er hat mir quasi gezeigt, ich muss das jetzt festmachen, die anderen Fragen kann ich später noch klären, weil jetzt ist erstmal wichtig, entscheidend mein Seelenheil. Mhm. Und dann noch sozusagen Sinn wegen Maria und tralala, das kann man alles noch klären. Mhm. Aber wichtig ist erstmal, dass ich die Eucharistie empfangen kann, dass ich beichten gehe, weil ich war ja logischerweise 8 Jahre nicht mehr beichten. Ja. Und bist du dann quasi noch in Sri Lanka dann wieder katholisch geworden, bevor du nach Malaysia weiter? Ja, er hatte mir quasi klar gemacht, ich soll es festmachen, bin dann dort eingetreten, habe dann Buße getan, habe eben meine Lehre widerrufen und konnte dann beichten. Und am nächsten Tag war dann Sonntag, da konnte ich dann auch zur Heiligen Kommunion gehen und ja, war dann wieder katholisch. Und wie war das für dich, nach so langer Zeit die Sakramente zu empfangen? War das für dich eine Erleichterung? Es war auf jeden Fall eine Erleichterung, weil ich ja endlich mal um die Sakramente wusste, was es bedeutet. Vorher war mir das ja egal. Also ich war zwar 2 Jahre nominell katholisch, war auch in der Messe und so, aber bis ich 20 Jahre alt war, hatte ich ja nicht wirklich so einen Plan. Und das heißt, es war mehr wie eine Erstkommunion, also so eine bewusste, genau, Erstkommunion, erst mit dem, mit der Konversion. Ja. Wie schön. Richtig. Und das Ganze ist jetzt 1 Jahr her. Genau, jetzt am Sonntag vor 1 Jahr war das. Sehr, sehr schön. Und seitdem probiere ich halt auf YouTube und in Facebook anderen Leuten zu helfen, mhm, das zu sehen, was man eben nicht sieht als Protestant. Mhm. Das finde ich auch wirklich richtig toll, dass du das machst, dass du dich auch, dass du da deine Berufung gefunden hast und diesen Apostolat auch betreibst, weil, wie gesagt, da ist, wer war das? Das war Fulton Sheen, der gesagt hat, na gut, das war jetzt auf Amerika bezogen, aber er meinte ja irgendwie, dass die meisten, die die katholische Kirche hassen, das hassen, was gar nicht katholisch ist. Also die kennen die katholische Kirche gar nicht. Die, die wirklich die katholische Kirche kennen, das sind nur ganz, ganz wenige, die sie ablehnen. Denn eigentlich kann man diese Kirche nicht ablehnen, wenn man sie wirklich einmal richtig verstanden hat. Wenn man verstanden hat, dass das die Kirche ist, die von Christus gestiftet worden ist. Ja, und dann, wenn man das auf einmal verinnerlicht, dann liest man die Bibel mit ganz anderen Augen. Also es überrascht mich. Also ich hatte immer, wenn ich zum Beispiel die Evangelium vor allem gelesen habe, hatte ich immer so ein wohliges Gefühl, weil manche Sachen nicht so meiner Theologie entsprachen, wie es eigentlich hätte sein sollen. Echt? Zum Beispiel? Und hast du so ein Beispiel, dass du jetzt so... Diese ganze Sola Fide Lehre. Mhm. Jesus scheint da fast in jedem Kapitel dem zu widersprechen. So. aber man tut sich das halt, man tut es ein bisschen verdrängen, man kann das theologisch einordnen, man hat seine Systeme als Protestant. Mhm. Und oder man sagt, ja, das gucke ich mir später an, das erkläre ich mir irgendwie später. Ich weiß ja, dass die katholische Kirche nicht stimmen kann. Also man geht halt von dem protestantischen Evangelium aus und das ist quasi der Maßstab, von dem man her alles deutet. Mhm. Und ja, aber jetzt, wo ich mit der katholischen Brille das alles nochmal lese, fallen mir so viele Sachen auf und ich habe eine eigene Videoreihe, das kannst du vielleicht unten mal verlinken, die heißt Ex-Protestant liest die Bibel. Ja. Das ist jetzt nicht wirklich, es ist keine ausgefeilte Arbeit oder so, sondern ich setze mich einfach jeden Abend hin, lese ein Kapitel und wenn mir was auffällt, spreche ich halt 2 kleine Minuten was ein. Und zeige halt quasi mit meinem alten Ich, wo ich da Probleme hätte und wie es quasi katholisch zu lösen ist. Oder ich zeige halt die Probleme auf, die ein Protestant haben muss. Ja, das ist toll. Das ist toll. Ich glaube, da hilfst du ganz, ganz vielen damit. Und ich hoffe halt durch die große Menge, dass jemand, der sich wirklich diese Playlist komplett anguckt, dass der dann halt nicht mehr anders kann, als katholisch zu werden.
Weil, wie gesagt, wenn man einfach mal immer so eine Bibel liest und so, dann überliest man das oder tut das irgendwie verdrängen. Deswegen, meine Aufgabe sehe ich so ein bisschen da drin, wirklich den Finger in die Wunde zu bohren. Eben auf Deutsch, weil auf Deutsch gibt es halt noch nicht so viel. Das ist sehr toll und ich kann auch wirklich Sie, liebe Zuschauer, nur dazu einladen, schauen Sie sich das an und wenn Sie Leute in Ihrem Umfeld haben, die Probleme haben und überlegen, katholisch zu werden und die aber eben noch mit diesen ganzen Vorbehalten zu kämpfen haben, diese Videos von Dennis anzuschauen, weil das wird denen bestimmt helfen, diesen Schritt zu tun in Richtung katholische Kirche. Dennis, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei deinem Spaziergang heute einige Fragen für uns zu beantworten. Und ich lade Sie auch dazu ein, unsere Videoreihe anzuschauen zu den Einleitungsfragen des Neuen Testaments. Da gucken wir immer wieder verschiedene biblische Schriften an. Zuletzt haben wir die Pastoralbriefe behandelt. Das ist bestimmt auch sehr informativ für Sie. Und abonnieren Sie gerne Dennis' Kanal. Alles auch in der Infobox verlinkt. Und ich wünsche Ihnen bis zum nächsten Video alles Gute, gottesreichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut. Amen. Auf Wiedersehen. Tschüss.